Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. So nutzt du die Kraft des Mondes und warum es sinnvoll ist, mit den Mondphasen zu arbeiten. Wie ich das mache, wie ihr das machen könnt, warum das eine coole Geschichte ist. Und ich beziehe mich jetzt auf die zwei Mondphasen Vollmond und Neumond. Ich bin auf die Videoidee gekommen, weil ich beim letzten Neumond bei Instagram mal gefragt habe, nutzt ihr die Mondphasen für euch? Und wirklich der Großteil es nicht getan habt, was absolut nicht verwerflich ist und man muss das nicht machen und man hat kein schlechteres Leben, nur wenn man es nicht tut. Aber ich liebe das. Ich finde das schön, mal das ab und an mal zu machen, was auch nicht immer. Aber wenn ich es gerade fühle, mache ich es. Und hier kommt jetzt für euch die Anleitung, wie ihr die Kraft des Mondes für euch nutzen könnt. Und es werden auf diese Videos noch weitere Videos folgen. Nämlich habe ich vorbereitet jeweils eine Meditation zum Neumond, eine Meditation zum Vollmond und zwei ASMR-Journal-Sessions, jeweils auch zum Neumond und zum Vollmond, die dann, das nächste ist quasi ein Vollmond, also diese ersten praktischen Videos werdet ihr dann zum nächsten Vollmond bekommen und dann zum nächsten Neumond auch nochmal Meditation und eine gemeinsame Journal-Session. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Starten wir mal rein ins Video. Die Kraft, also dass der Mond eine Auswirkung auf unsere Erde hat, wissen wir durch die Gezeiten. Und die Kraft des Mondes ruft uns so ein bisschen dazu, uns unserem Inneren zu widmen. Das Gleichgewicht wiederherzustellen in uns, zwischen uns und der Natur. Und jede Nacht aufs Neue lehrt uns der Mond auch, du bist ein Teil des großen Ganzen, des gesamten Kosmos. Und dieser Wechsel zwischen Licht und Schatten, zwischen zunehmendem Mond und abnehmendem Mond, und das kommt immer wieder. Also wenn du eine dunkle Zeit hast, kommt auch wieder eine helle Zeit. Und du weißt auch, wenn eine helle Zeit ist, es kommt auch mal wieder eine dunkle Zeit. Aber es ist immer wieder ein Wechsel, der ins Gleichgewicht kommt. Und das Spannende ist, was ich bei meiner Recherche für dieses Video auch rausgefunden habe, weil ich bin kein Astrogenie. Wenn es dann darum geht, in welchem Haus oder in welchem Sternzeichen der Mond steht, bin ich raus. Also das ist hier absolut basic, was wir hier machen. Aber ich habe gelernt, um die Erde zu umrunden, braucht der Mond genauso lange, wie der weibliche Zyklus insgesamt dauert. Fand ich sehr cool. Und aus diesem Grund wird der Mond auch besonders mit der femininen Kraft in Verbindung gesetzt. Ich kenne zum Beispiel auch ein paar Frauen, die ihre Menstruation als die Mondin bezeichnet. Meine Mondin ist gekommen. Das finde ich ganz süß, das irgendwie so auf diese Weise auszudrücken. Und das Feminine, das steht ja traditionell fürs Fühlen, fürs Emotionale, fürs Intuitive, fürs Kreative. Darüber sprechen wir auch immer wieder, ja, wenn wir hier auch über Weiblichkeit sprechen. Und die Mondzyklen kann man auch wunderbar mit der Entwicklung der Frau vergleichen. Da habt ihr zum Beispiel das junge Mädchen, was ganz neugierig und unschuldig und voller Energie ist, zur Mutter, die erschaffend ist, kraftvoll ist, nährend ist, bis schließlich zur alten Frau, die erfahren ist, die weise ist und die zur Ruhe gekommen ist. Und wir starten mal mit dem Neumond, wie ihr die Kraft des Neumondes ganz explizit für euch nutzen könnt. Neumond steht für Neuanfänge. Das ist also die ideale Zeit für Neuanfänge. Die Energie des Mondes ist in dieser Phase am niedrigsten. Und deswegen kann man sich in der Zeit nehmen, um zur Ruhe zu kommen, über seine Träume, Wünsche, Ziele nachzudenken für den kommenden Monat, also für den kommenden Zyklus, bis wieder Neumond ist. Also 4 Wochen. Was sind meine Träume, Ziele, Wünsche für diese Zeit? Hör dabei auf dein Bauchgefühl. Lass dich von deiner inneren Stimme leiten. Nicht so vom Ego oder von dem, was man erreichen sollte, sondern was ist so in dir? Was wünschst du dir aus deinem tiefsten Inneren heraus?
Alte Gewohnheiten, schlechte, negative Gewohnheiten, die du ablegen willst, lassen sich am besten in dieser Neumondphase ablegen. Und dann zu sagen, okay, dieser Neubeginn ist ohne diese Gewohnheit oder mit einer neuen, besseren Gewohnheit. Also reinige dich, reinige deine Umgebung, mach so eine energetische Hausreinigung mit Salbei zum Beispiel. Reinige dich und deine Umgebung von alten Energien. Und das kannst du halt wunderbar mit Räuchern machen, um dich auf diesen neuen Abschnitt vorzubereiten. Du kannst reflektieren, welche Dinge dir im Leben Energie schenken, welche Dinge im Leben dir aber auch Energie nehmen. Du kannst zum Neumond auch wunderbar ein Dankbarkeitsritual ausführen. Dabei kannst du von den vergangenen 4 Wochen Menschen, Erlebnisse, Ereignisse notieren, für die du dankbar bist. Und so kannst du dich ganz sanft oder dankbar, aber die du wertschätzt, wo du froh bist, dass diese Menschen in deinem Leben sind, wo du froh bist, dass du diese Dinge erlebt hast. Und so stimmst du dich ganz sanft auf eine höhere Energiefrequenz ein. Und dann kannst du übergehen zum Part des Manifestierens und eine Liste mit all deinen Wünschen, Visionen, Träumen, Zielen für die kommenden 4 Wochen erstellen. Das kannst du zum Beispiel machen, wenn der nächste Neumond ist, dass du dich hinsetzt, dass du das zum Beispiel in dein Journal schreibst. Dass du schreibst, hey, was möchte ich erreichen, was möchte ich erleben? Und dabei ganz tief in jeden einzelnen Wunsch eintauchst. Und das können wir zusammen machen, wenn du das gerne mit mir zusammen machen möchtest, in dem Video beim nächsten Neumond. Das wird wieder so im ASMR-Style sein, schön entspannt, wo wir gemeinsam solche Journal-Übungen zusammen machen werden. Was kannst du denn dann tun, wenn Vollmond ist? Da hat der Mond ja seinen Energiehöhepunkt erreicht. Und da kann man diese Kraft nutzen, um seiner Kreativität zum Beispiel freien Lauf zu lassen, seine Erfolge zu feiern, seine Erfolge zu genießen, das, was du erreicht hast in den letzten 4 Wochen, im letzten Zyklus. Gleichzeitig darf man darauf schauen, wo man Dinge noch verbessern möchte. Wichtige Entscheidungen können besonders gut zum Vollmond getroffen werden und der Vollmond ist eine Zeit der Heilung. Da schließen sich seelische Wunden. Da schaut man gleichzeitig auf die Menschen, auf die Energien um sich herum. Wunderschön ist es, wenn du die Möglichkeit hast, im Vollmond zu baden. Also dich zum Beispiel, wenn du die Möglichkeit hast, draußen hinzustellen bei Vollmond. So wie wir gerne mal in die Sonne schauen und so uns so von der Sonne anstrahlen lassen, so ein Sonnenbad nehmen, kann man das auch wunderbar mit dem Vollmond machen. Ich mache das ganz oft in Meditationen, die ich nutze, wo ich dann gedanklich dahin gehe, mich ein Vollmondbad zu nehmen, weil das einfach so eine starke, belebende Wirkung hat. Und das ist ganz viel Spiritualität und ganz viel Energiearbeit, das weiß ich. Was ich zum Beispiel nicht mit den Mondphasen mache, ist, wann schneide ich mir die Haare? Dann gibt es ja noch so Sachen, wann sollte man was pflanzen im Garten oder so. Also sowas mache ich zum Beispiel auch gar nicht. Was ich aber mache, ist bei Vollmond meine Kristalle, meine Heilsteine aufzuladen, weil das sanfter ist, als wenn man die in Sonnenlicht auflädt. Und deswegen lege ich die immer auf die Fensterbretter, wenn in der Vollmondnacht, wenn Vollmond ist, und lade alle meine Heilsteine und Kristalle auf. Beziehungsweise die Kinder machen das natürlich auch schon mit ihren. Meine Joni-Eier lade ich da auf. Genau, also das ist was ich immer zum Vollmond mache, diese Dinge eben aufzuladen. Und der Vollmond ist super gut, um loszulassen. Das heißt, wenn ihr es so ganz klar aufsplitten wollt, ist Neumond, Neuanfänge, was will ich erreichen, Ziele, Wünsche und Vollmond loslassen und Energie tanken. Und da kannst du zum Beispiel auf Zettel aufschreiben, Schritt für Schritt, alle limitierenden, blockierenden Glaubenssätze, Emotionen, Erfahrungen, Gedanken, Menschen aus den letzten 4 Wochen, die du loslassen möchtest, die dich an deinem Wachstum hindern, die dir nicht gut getan haben. Und dann dieses kleine Ritual aber wirklich in Liebe beenden, indem du laut aussprichst, wie sehr du aber trotzdem diese Erfahrungen, Gefühle, Gedanken, Menschen wertschätzt. Aber dass die jetzt trotzdem gehen dürfen. Also immer, wenn ihr was loslasst im Sinne von, danke, dass ich das erleben durfte. Ich wertschätze die also Erfahrung, die war gut für mich. Vielleicht sehe ich das jetzt noch nicht. Aber ich weiß, dass es irgendeinen tieferen Sinn für mein Leben hatte.
Was darf jetzt gehen? Brauche ich jetzt nicht mehr. Und auch dazu werden wir in dem ASMR Journaling Video nochmal was machen. Also wie kannst du da ganz konkret nochmal, welche Fragen kannst du dir im Vollmond stellen? Wie kannst du dann nochmal so ein kleines Loslassritual machen? Also wenn ich mir das zum Beispiel zum Vollmond dann immer aufgeschrieben habe, was ich von den letzten 4 Wochen gerne loslassen möchte, das sind bei mir tatsächlich vor allen Dingen Gefühle und Gedanken, die ich so hatte. Vielleicht auch, wenn du so Gefühle hast, die dich schwer fühlen lassen, dann gehe ich immer raus auf den Balkon und verbrenne die. Und in diesem Akt bin ich so in diesem, okay, ich wertschätze, was ich erlebt habe. Danke, dass ich das erleben durfte. Danke, dass ich daran gewachsen bin. Ah, jetzt darf das gehen. Brauche ich nicht mehr. Lassen wir jetzt gehen. Also nochmal ganz klar, Neumond, Neuanfänger, da kannst du dich ausrichten auf all deine Ziele. Und der Vollmond ist das, wo du so alles loslässt, was dich noch auf deinem Weg zurückhält und blockiert. Und wie gesagt, in den kommenden 4 Videos, wird dazwischen andere Videos geben, aber zum nächsten Vollmond, wie gesagt, bekommt ihr eine Meditation von mir und eine Journal-Anleitung, die ihr direkt mit mir bei dem Video mitmachen könnt. Und zum nächsten Neumond, dauert dann noch jetzt noch ein bisschen was länger, gibt es dann auch nochmal die Meditation und die Journal-Übungen. Das heißt, dieses Video mal nur so als Überblick, was man so für sich tun kann. Es ist einfach dieses, nutzt die Energien, die automatisch da sind in dieser Zeit. Wenn ihr euch noch ein bisschen intensiver damit beschäftigen könnt, wollt, gibt es auf YouTube und Instagram ganz viele Kanäle, die euch dann noch sagen, dass der Neumond in diesem Sternzeichen steht und das bedeutet jetzt dieses und jenes. Und da kann man sich dann nochmal ganz explizite Journal-Fragen stellen, wenn ihr jetzt nicht jede aller 4 Wochen dieselben Journal-Fragen beantworten wollt. Da könnt ihr gerne nochmal recherchieren, da gucke ich auch manchmal, wenn ich so Lust habe. Ansonsten ist wirklich dieses Hey Neumond, da konzentriere ich mich nochmal auf meine Ziele, auf meine Wünsche. Was habe ich vor die nächsten 4 Wochen? Das ist schön auch für sich, um den Fokus zu halten, um nochmal zu reflektieren, um sich einfach gedanklich damit auseinanderzusetzen. Und dann 2 Wochen später beim Vollmond gucke ich nochmal, hey, was möchte ich loslassen aus den vergangenen 4 Wochen? Einfach um so ein Ritual für sich zu haben, um den Fokus auf seine Ziele zu halten und um immer wieder loszulassen, was mich noch blockiert und was mich bei meinem Wachstum hindert und was mich zurückhält. Und das ist doch geil. Und wenn ich da einfach als Anker, als Erinnerung nutze, Neumond, A, Ziele, Vollmond, A, loslassen, mache ich alle 2 Wochen mal so eine Viertelstunde für mich abends. Geil, mehr braucht's nicht. Und selbst wenn ihr nicht so arg spirituell seid, ist das einfach ein toller Anker fürs Leben, für den Alltag, um fokussiert zu bleiben auf seine Ziele, auf das Positive, auf das, was man im Leben haben möchte. Und das, was man eben nicht haben möchte, das lassen wir peu à peu los. Wir akzeptieren, dass es Teil unseres Lebens ist. Wir danken für diese Erfahrung, wir wertschätzen diese Erfahrung und sagen aber gleichzeitig, okay, wir sind aber fertig mit dem Thema. Darf es jetzt gehen, weil ich habe Ziele. Zum nächsten Neumond möchte ich schauen, wie weit ich damit gekommen bin. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Solltet ihr Fragen dazu haben, stellt die noch super gerne in den Kommentaren. Ich schaue mal, wie weit ich die beantworten kann. Ansonsten sagt doch gerne mal, nutzt ihr schon Neumond, Vollmond für euch? Vielleicht habt ihr auch noch super tolle Infos, Ideen, Dinge, die ihr tut zum Vollmond, zum Neumond, Erfahrungen, die ihr gemacht habt, die ihr gerne unbedingt teilen wollt. Dann freue ich mich da natürlich sehr drüber. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir sehr gerne einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ihr wisst, welche 4 Videos euch zu diesem Thema noch erwarten. Damit wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Und damit, tschüss, bis zum nächsten Mal.